Das ist das Salzburger Magazin und das sind die Themen. Neues digitales Zugleitsystem für die Pinzgauer Lokalbahn. Heimo, das Smart Home System der Salzburger AG, kommuniziert mit Alexa. Und Klimabonus der Salzburger AG für Fenstersanierung. Die Pinzgauer Lokalbahn verfügt seit kurzem über ein neues Zugleitsystem, das die digitale Kommunikation zwischen der Leitstelle und Fahrzeug ermöglicht. Das Land Salzburg investiert rund 650.000 Euro in diese innovative Technologie. Die Pinzgauer Lokalbahn übrigens wird von der Salzburg AG betrieben und ist mit 900.000 Fahrgästen jährlich ein wichtiges Mobilitätsangebot in der Region. In der Vergangenheit wurde die Pinzgauer Lokalbahn mechanisch gesteuert. Das hat sich aber jetzt geändert, denn ab jetzt läuft alles zwischen Zell am See und Grimmel digital. Die Pinzgauer Lokalbahn verfügt seit Ende Jänner über ein vollständiges hochmodernes Zugsicherungssystem. Im Jahr 2011 wurde dieses Sicherungssystem auf einem Teil der Strecke in Betrieb genommen. Der Abschnitt von Tischlerhäusl bis Zell am See wurde jetzt fertiggestellt. Somit ist man in der Lage, den gesamten Zugverkehr vollständig zu steuern und zu überwachen. Das Moderne ist eben das permanente Überwachen der Züge über den gesamten Fahrtverlauf. Die Stellwerkstechnologie, die davor zur Anwendung gekommen ist, die hat die Züge punktuell über eine sogenannte Außensignalisierung, vergleichbar im Straßenverkehr mit Ampeln, geregelt. Diese Technologie ermöglicht, ohne großen mechanischen Aufwand über intelligente Systeme die Fahrzeuge lückenlos zu steuern. Und das ist das ganz Tolle an dieser Anlage. Neben der gesamten Überwachung des Zugverkehrs in Pinzgau ist die neue Anlage auch noch kostengünstiger als die alte, weil der Wartungsaufwand minimiert wurde. Unter den österreichischen Nebenbahnen sind wir da im absoluten Spitzenfeld angesiedelt. Und es gibt einige Strecken, die das auch betreiben in ähnlicher Form. Aber mit den neuen Technologien, die wir anwenden, um elektrische Weichen zu steuern, da sind wir momentan ganz vorn. Somit gibt es jetzt ein schlüssiges System von Grimmel bis zur Bezirkshauptstadt Zell am See. Überwacht wird alles vom Bahnhof Tischlerhäusl. Es werden die Weichen festgehalten, es ist erhöhte Sicherheit, es wird alles dokumentiert, jeder Schritt von Lokführer, jeder Schritt von mir. Jedes unserer Fahrzeuge hat einen sogenannten Bordrechner. Der Bordrechner kommuniziert permanent mit der Zentrale über Datenfunk. Und diese Auswertung ermöglicht, die Züge exakt zu steuern, die Position immer wieder im Griff zu haben, einen Zug auf der Strecke jederzeit per Mausklick anzuhalten. Und das ist das Innovative, weil das findet in der älteren Stellwerkstechnik so nicht statt. Finanziert wurde die neue Zugüberwachung durch das Land Salzburg. Die Salzburger AG ist Betreiber der Pinzgauer Lokalbahn und stellt sämtliches Personal und Know-how. Wir wechseln jetzt vom Pinzgau in die eigenen vier Wände und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Leben komfortabler und vor allem auch sicherer gestalten können. Jetzt geht es um Heimo, das Smart Home System der Salzburger AG. Heimo ist ein flexibles und einfach zu bedienendes Smart Home System aus dem Hause der Salzburger AG. Über eine Zentraleinheit können Sie mehr als 200 verschiedene Aktoren und Sensoren per Funk steuern. Durch die große Auswahl von kompatiblen Endgeräten lassen sich individuelle Lösungen für jeden Haushalt entwickeln. Heimo passt auf, Heimo heizt ein und Heimo macht Strom. Mit Heimo macht Strom kann ich den Eigenverbrauch meiner Photovoltaikanlage verbessern. Das heißt, ich kann den PV-Strom, den ich mit meiner Photovoltaikanlage erzeuge, besser nutzen. Ich kann dies zum Beispiel für die Ladung des Elektroautos verwenden. Diese Funktion kann ich ebenfalls mit unserer neuen Sprachsteuerung Alexa aktivieren oder deaktivieren. Die intelligente Haussteuerung der Salzburger AG bietet aber auch jede Menge Sicherheit. Also mit Heimo passt auf, kann ich Tür- und Fensterkontakte überwachen. Seit neuestem haben wir auch Kameras, mit denen ich mein Haus von der Ferne überwachen kann. Das Ganze kann ich mit einer App aktivieren oder auch seit neuestem mit einer Sprachsteuerung, das funktioniert über die Alexa. Hier kann ich die Alarmanlage aktivieren oder deaktivieren. Und mit Heimo heizt ein kann man komfortabel vom Smartphone oder zum Beispiel vom Tablet die Raumtemperatur regeln. Auch Alexa ist jetzt noch mit von der Partie und steuert Heimo per Zuruf. So können Sie zum Beispiel den Befehl geben, die Kinoabendszene zu aktivieren.
Alexa verdunkelt somit in Kombination mit Heimo die vorprogrammierten Räumlichkeiten, schaltet den Fernseher ein und kombiniert alles mit romantischer Beleuchtung. Und genau so können Sie zum Beispiel auch eine Guten Morgen-Szene oder Abendszene spielend programmieren. Wer es dazu noch so richtig stylisch haben möchte, der verbaut alles Unterputz. Das ist ein in die Wand eingelassenes Tablet. Mit dem Tablet kann ich Heimo steuern und ich kann auch hier Heimo überwachen. Ich sehe hier, welche Türen und Fenster wurden geöffnet, wie hoch ist die Raumtemperatur oder wie groß ist gerade meine Photovoltaikerzeugung. Heimo ist ein umfassendes und flexibles Smart-Home-System und dennoch einfach in der Bedienung. Das können Sie gerne im Musterhauspark Eugendorf im RHZ-Haus testen. Hier haben wir die verschiedensten Komponenten inklusive der Sprachsteuerung Alexa für Sie verbaut. Die Smart-Home-Anlage Heimo von der Salzburg AG wird extrem gut angenommen. Gerade das Thema Sicherheit ist heute bei den Kunden ganz, ganz großes geworden. Und natürlich auch, ich sage, die automatisierte Haussteuerung im Bereich der Jalousien, da die Fensterflächen heute immer größer werden bei modernen Planungen. Und auch Lichtsteuerung natürlich ist ein großes Thema. Heimo passt also auf, heizt für Sie ein und macht dazu auch noch Strom. Eine ausführliche Beschreibung zu jedem Gerät finden Sie auch unter shop.salzburg-ag.at. Persönlich erreichen Sie uns auch unter der Serviceline der Salzburg AG oder per E-Mail. Informationen zur Salzburg AG bekommen Sie nicht nur hier bei uns im Magazin, sondern auch auf unserer Webseite und in den sozialen Medien. Weiters können Sie uns auch über unseren WhatsApp-Service jederzeit kontaktieren. Und wir kommen jetzt zur Meldungsübersicht. Für eine sichere Fernwärme- und Wasserversorgung und für den weiteren Ausbau des Telekommunikationsnetzes arbeitet die Salzburg AG an den Versorgungsleitungen im André-Viertel. Rechnen Sie in der Paris-Lodron-Straße während der Arbeitszeiten mit Einschränkungen des Individualverkehrs bis Ende August. Ab jetzt gibt es eine Monatskarte, mit der man so oft wie man will mit der Festungsbahn oder dem Mönchsbergaufzug fahren kann. Der Mönchsberg bietet viele Möglichkeiten für einen Ausflug, das Ticket kostet übrigens 16 Euro. Eintrittskarte ist gleich Obus-Ticket. Bei vielen Salzburger Veranstaltungen können Sie gratis mit dem Obus an- und abreisen. Die Eintrittskarte wird zum Obus-Ticket. So kommen Sie beispielsweise gratis mit dem Obus zu Veranstaltungen in die Salzburg Arena, zu Messen ins Messezentrum, zu Spielen des FC Red Bull Salzburg, aber auch ins Landestheater oder zu verschiedenen Bildungseinrichtungen. Alle Informationen dazu finden Sie wie gewohnt auf unserer Webseite oder auf unserer Facebook-Seite. Wir bleiben auch gleich beim Thema Obus. Erst vor kurzem gab es in der Obus-Linie 1 ein besonderes Forschungsprojekt der Uni Salzburg, an dem viele begeisterte Salzburgerinnen und Salzburger teilgenommen haben. Wir waren für Sie dabei. Wollen Sie Ihr Obus-Ticket 200-fach vergrößert sehen? Wie sehen Haare unter Mikroskop aus? Und was sammelt sich im Bauchnabel eines Kuscheltiers? Diesen Fragen sind die Fahrgäste des Forschungsbusses im Rahmen des Aktionstages Bürger forschen auf den Grund gegangen. Wir wollen dort sein, wo die Fahrgäste sind und die Idee war, warum können wir die Forschung nicht direkt in den Bus reinbringen und dann dort zeigen, wie Wissenschaft funktioniert und am besten so zeigen, dass man auch selber was machen kann. Normalerweise wird das Mikroskop in der Forschung oder Automobilindustrie verwendet. Heute wird damit das Fell des Kuscheltiers untersucht. Hinter der Aktion steckt ein einfaches Ziel. Diese Menschen sollen auch gewonnen werden, Teil der Forschung zu sein. Deswegen Citizen Science, also die Forschung mit den Bürgern, mit jedem, der was beitragen kann. Mit dem Flying Microscope können die Gäste während der Fahrt Alltagsgegenstände genau unter die Forschungslupe nehmen. Das Mikroskop ermöglicht es, einen bis zu 200-fach vergrößerten Blick auf die Welt und sogar sich selbst zu werfen. Aber nicht nur das, die Leute können es anschauen, können es aber auch mit nach Hause nehmen als Druck, als Foto, als künstlerisches, wissenschaftliches Foto. Soll man mit der Fenstersanierung oder der Dämmung der obersten Geschossdecke noch warten oder mit der alten Erdgasheizung oder Elektroheizung noch einen Winter durchtauchen? Wer bei solchen Themen hin und her gerissen ist, bekommt jetzt von der Salzburg eine Entscheidungshilfe. Mit dem Klimabonus wird es nämlich finanziell günstiger, in den eigenen vier Wänden auf klimaschonende Technologien umzusteigen.
Die Salzburger AG hat in diesem Jahr ihre Förderangebote ausgebaut. Mit dem Klimabonus wird es finanziell günstiger, in den eigenen vier Wänden auf klimaschonende Technologien umzusteigen, so zum Beispiel auch bei den Fenstern. Und das ist ganz im Sinne von Franz Eder aus Puch im Tennengau. Das Problem war, dass es einen extremen Zugluft gegeben hat in meiner Wohnung, das ich gespürt habe am Abend, wenn ich nach Hause gekommen bin, dass man wirklich gemerkt hat, da ist eine Zugluft und es ist kalt, schlichtweg kalt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das kann es nicht sein auf die Dauer. Und das hat mich eben bewegt, das einmal wirklich in Angriff zu nehmen oder zu überlegen, mich zu erkundigen, wo kann man da irgendwas dagegen unternehmen, wer hilft einem, wer unterstützt, wie geht's? Bei der Suche nach einer einfachen und raschen Lösung ist Franz Eder auf das Angebot der Salzburger AG gestoßen. Naja, das hat mich irgendwie am Anfang geschreckt und mir gedacht, wenn ich so dran denke, an Fensterwechsel, ein Horror, das selber putzen zu müssen, was da los ist. Und da bin ich eben dann auf das Faktum gestoßen, dass es gar nicht nötig ist, sondern dass man das Fenster auch sanieren kann. Spart Dreck, spart Arbeit und spart jede Menge Unannehmlichkeiten. Und das war ein ganz wesentlicher Beweggrund für mich, das in Angriff zu nehmen. Das Spezielle an der Maßnahme ist, nicht wie ein klassischer Fenstertausch, der sich wirtschaftlich ganz schwer bis gar nicht rechnet, das rechnet sich, und zwar wieder je nach Anzahl der Fenster, in 2 bis 5 Jahren. Also das ist ein unglaublich guter Wert für so eine Maßnahme, wenn es darum geht, Wärme einzusparen. Geht man jährlich von 1.000 bis 1.200 Euro Heizkosten aus, kann man 250 bis 300 Euro einsparen. Um die Aktion Fenstersanierung nutzen zu können, ist eine Voraussetzung ein passendes Gebäude, passendes Fenster, also mindestens 10 Jahre und älter. Unbedingt die Maßnahme heuer realisieren, also im Jahr 2018. Und um es zum Geld zu kommen, ist nicht besonders erforderlich, wie den Förderantrag der Salzburger AG ausfüllen, die Maßnahme umsetzen, bestätigen lassen, dass umgesetzt ist, eine Rechnungskopie beilegen und das der Salzburger AG zusenden. Also Interessenten sollen sich ganz einfach bei der Salzburger AG melden. Da wird das aufgenommen, wird an die ausführende Firma weitergeleitet. Der kommt vor Ort, macht ein Angebot. Wenn das gefällt, führt das durch, legt die Rechnung, sie bezahlen die Rechnung. Der Förderantrag an die Salzburger AG, wir überweisen die Förderung, erledigt. Den Klimabonus gibt es nicht nur für die Fenstersanierung. Auch alle, die über den ungedämmten Dachboden in den Himmel heizen, bekommen finanzielle Unterstützung von der Salzburger AG. Wie schon in den vergangenen Jahren wird außerdem die Modernisierung von Erdgas- und Elektroheizungen gefördert. Das war das Salzburger AG-Magazin. Alle Beiträge finden Sie übrigens auch auf unserer Webseite, auf YouTube und auf Facebook.